Hier sind die Falschen, die beiden Falschen. Und ich fasse den Würfel jetzt so an, dass Gelb rechts zeigt und mein Daumen hier auf diesen beiden richtigen liegt. Den beiden richtigen Grünen. Könnte auch hier die beiden richtigen Blauen nehmen. Nehme ich mal. So, der Move geht so. Fängt mit R-Stich an. So. Ich zeige nochmal. Also R. Einmal noch. Ich ziehe den hier runter, trigger die Abseite, trigger weiter. Jetzt mit meinem linken Ringfinger trigger ich die D, dann R2. So, und jetzt kommt einer hier oben und unten auch. Wieder runter, wieder D. Ja, das ist der Move. Ganz schön kompliziert. So, nochmal. Also, R-U, R-D, R2. Dann triggern wir hier U-Stich. Jetzt Hamburger, aber hier die Downseite auch mit. Hier ein runter, Downseite wieder zurück, R2. Und jetzt müssen wir noch so ein U geben. Nochmal. So, R2. Hier oben triggern, jetzt machen wir einen Teil vom Hamburger Move, hier triggern. Aber hier unten geht er auch mit. Dort dann wieder zurück. R2 und jetzt nur noch das U machen.